Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Super Mario Galaxy in der Spielzeugschachtel Galaxie, wo wir uns jetzt auf dem Weg befinden. Oh yeah. Ja, so, letztes Mal hatten wir den ersten Stern dieser Galaxie gemacht, also die ganzen Roboter befreit. Mario trifft Mario. Ja, was es damit auf sich hat, wer weiß es schon. Ja, Leute. Mario trifft auf Mario. Und zwar genau diesen Mario. Pixel Mario. Was ich eigentlich ziemlich geil finde. Eine ziemlich geile Idee. Natürlich wieder die mega geile Musik. Oh yeah. Da habe ich immer wieder Spaß. So. Alles läuft reibungslos. Nichts zu klagen. Okay. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nein, ich renn vor dir weg, du Stern. Ach, hier sind zwei Züge aneinander. Kapitän! Die Arbeit! Lol, sowas ist mir auch noch nicht passiert. Okay. Das ignoriere ich einfach mal. Nein, mir ist sowas noch nie passiert. Okay. Gut, hier kommen wir auch rauf. Und jetzt schleimen wir uns einfach hier hoch. Genau. Und ignorieren, was alle anderen sagen. Wir gehen nicht auf den Zug. So. Ja, es ist erstmal wieder. Au. Sternschiff sammeln, genau. Und hier rüber. Jetzt muss ich nur mal kurz was gucken. So, okay. So, also die Sternschiffe sind hier überall verteilt. Wir brauchen sie dringend. Ich suche aber was anderes. Und zwar was ganz anderes. So, okay, jetzt dreht sich hier die Schraube. Das wollte ich eigentlich noch nicht machen. Ah, da hinten bist du ja. Da hinten. Ich brauche dich. Oh, okay. Egal. Lalala, lalala. Hey du, da hast du keine Sternteile. Nein, ich habe keine Sternteile. Ich bin ein armer Schlucker. Ich will was von dir. Na, du kostest mir zu viel. Okay, dann ignoriere ich das. Das Schlimme ist, diese Gegner hier geben auch. Autsch. Die Gegner hier geben auch keine Sternteile. Was ich sehr schade finde. Aber okay, was soll man da machen? So, jetzt gibt es noch hier etwas zu holen. Und noch woanders. Und ich weiß nicht wo. Boom. So. Und dann nochmal ein paar Sternteile. Ja, Sternteile. Okay, eben wusste ich den Namen nicht. Jetzt ist die Frage, genau dahin müssen wir. Oh Mann, diese Galaxie, sie ist einfach so wundervoll. Okay, und genau hier müssen wir auch hin. Deswegen wollte ich auch erst hier zuletzt diesen Sternschiff einsammeln. Und es geht auf zu Pixel Mario. Yeah. Da passt auch die Musik umso besser hin. Und hier ist es wirklich besser, so wenig Plattformen wie möglich hier zu benutzen. Dann hat man es bei der Rückkehr nicht so schwer. So. Und ein M eingesammelt und nicht ins Loch fallen. Uha. Okay, einer, zwei fehlen. Oder wie sehe ich das? Oder wie, oder was, oder wie? Na gut, hier gibt es ja nichts mehr. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Bitte, Dankeschön. Okay, so, und damit hätten wir alle. Das ist wirklich wunderbar. Und diese Musik. Okay, die jetzt aus ist. Und im Hintergrund sind PlayStation-Symbole zu sehen. Das ist aber schön. Oh ja, das ist es. So, und rüber mit dir. Zack, zack. So, hier gibt es ja eigentlich nichts mehr zu holen. Ja, das war eine ziemlich schnelle Mission und ich habe nicht auf die Uhr geguckt, wie lange wir aufnehmen, aber ich schätze mal so, es sind so 3 Minuten, könnte man das sagen? 3 Minuten, ich sag einfach mal 3 Minuten. Dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit. So, Mario trifft Mario. Und wieder hoch mit dir. Ich würde sagen, wir machen gleich den dritten Stern. Oh yeah. Und dann ist die Galaxie eigentlich auch schon wieder vorbei. Schade eigentlich, aber so ist das. Dann muss ich noch den Geheimstern machen.
Boing Boing in der Süßigkeitenstraße. Ja, yeah, Süßigkeiten. Und ihr seht schon, viel Kuchen und Schokolade und schwarze Löcher und Murmeln und blaue Maulwürfe. Ja, es sind Gummibärchen, keine Maulwürfe. So, Kapitän, was hast du zu sagen? Sogar rückwärts macht es Spaß. Oh Gott. Ja, das ist schön, dass es rückwärts auch Spaß macht. Und hier werden Sternteile auf Löffeln serviert, das ist doch schön. Ja, hier geht's hoch hinaus, meine lieben Freunde. So, nein, ich will mit dir reden, ignoriere mich nicht. So, hier ist eines von diesen Boing Boing Dingern. Okay, die wissen wir nicht, wie die heißen. Okay, ich muss euch anscheinend berichtigen. So, jetzt kann man hier schön hochspringen. Was ich eigentlich ziemlich witzig finde. Nein. 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 Was mache ich denn da? Ja, wie gesagt, Steuerung ist wunderbar hier. So. Aber hier wollte ich ja auch hin. Und bloß nicht runterfallen. Und das nenne ich sogar eher die Sternteilstraße. Das nicht ohne Grund, ihr seht ja schon. Hier gibt es so viele Sternteile. Nein. Mach doch mal, was ich sage, Junge. Beziehungsweise ich sage nichts, aber was ich machen will hier. Mach doch, was ich machen will. Ja, genau. Und hoch die Tassen. Yeah. Nein, nicht runterfallen. Und runterfallen. Ja, das gibt ordentlich Sternteile und ich habe hier gleich mal wieder abgekürzt. Finde ich wirklich sehr nice. Ach, was mache ich denn da? Egal, gehen wir in diese Richtung. Und schon 114 Sternteile, also wirklich, das ist sagenhaft. Also hier kann man auch wieder ordentlich Sternteile sammeln. Ja. Und jetzt heißt es... übers Loch. Oder ins Loch hinein. Meine Güte, ins Loch kann man auch hineingehen. Das stört auch niemanden. Bis auf mich. So, hier kann man auch so hoch. Denke ich mal. Ja, das kann man. Haha. So, dann ignoriere ich dich jetzt einfach, du Feder Mario, du. Dich brauche ich absolut nicht. So. Wow. Ich kann aber auch nicht gucken. Ich kann echt nicht gucken. Alles noch Dummheit. Alles nur noch Dummheit. Das Schlimme ist, ich kann es niemanden in die Schuhe schieben. Doch, ich bin immer noch paralysiert und geschwächt von der Minecraft Adventure Map, die ich zurzeit spiele, ja. Und ich laufe jetzt einfach ganz gekonnt hier vorbei. Nein. So. Ah. Man kann ja aber auch nicht. Doch, kann man. Ha. Oh ja, und jetzt ist es hier sehr kalt. Und gefroren und rutschig. Und wir können uns an Stängeln festhalten. Moment mal. Ja, so. Nein. So. Ja, das hier ist ein bisschen heikel, weil ja auch alles sehr rutschig ist. Man jetzt auf diesen Lollipops landen muss. Ha, perfekt. Oh, verdammt. Elektroschock. Wellen. Nein, du kriegst mich niemals. 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 So, und weg hier. Ach, hey. Stimmt, hier ist es ja auch so interessant. So, nein. Du willst doch sterben, habe ich gehört. So, jetzt, okay, ich bin weiter. So, kaputt. Ach ja, wieder die Elektrowellen. Na, wunderbar. Ich freue mich. Ich freue mich regelrecht. Und tschuck, und tschuck, und weg hier. Und ja, ich gehe jetzt hier hinten lang. Muhaha. Ihr könnt mich mal. Als ob ich hier wie ein Durchschnittsmensch nach vorne gehen würde. Nein, ich gehe nach hinten. Und schieße mich ins All hinein. Naja, eigentlich nur durchs Zimmer.
Also können wir hier uns direkt weiterschießen lassen, aber nein, ich will erstmal. Das war sehr knapp. Okay. Na gut. Einstart. So. Und weiter geht's. Ich habe noch nicht genug Sternteile, ich brauche noch mehr. Ja. So, jetzt kann man auch hier wieder nach hinten gehen und wir haben wieder unsere ultra geile Musik hier. Und wir können in eine Röhre rein. Aber ob uns das was bringt, ich weiß es nicht. Es bringt uns vielleicht Sternteile. Es bringt uns Noten. Und diesmal ziemlich fix sogar. Na gut, das war jetzt auch nicht schwer. Okay, wir haben Leben bekommen, das ist aber schön. Ja, wenn man sein Leben aufs Spiel setzt, bekommt man ein Leben. Merkt euch das für das wahre Leben. So, und rüber mit dir. Autsch. Okay, du bist aber drüben, das reicht aus. So, und du bist down. So, aber die große Schwierigkeit kommt erst jetzt. Nee, doch nicht. Die kommt erst nicht jetzt. Erstmal bist du hier down. Tja, was müssen wir hier machen? Wir müssen die Kerzen ausbekommen. Und zwar indem wir in deren Nähe die Wirbelattacke machen. Dann funktioniert das auch alles. Ja. Ja. Muhaha. So. Boah. Voll die Fresse abgeschlagen. Okay, noch eine Kerze und das war's auch schon wieder. Und ihr seht da schon wieder diesen Erdbeerkreis oder was auch immer das ist. Einfach in der Mitte schütteln und es verwandelt sich in Sternteile. Wunderbar. Meine Güte. So, wow. Okay. Alles super, mir geht's gut. Jetzt kommt erst die große Schwierigkeit, weil das finde ich echt abartig. Also so ist es, so wäre es ja eigentlich gar nicht so schlimm, aber allein weil man diese Federsprungfähigkeit braucht, ist es schon so abnormal. Ja, das ist es. Und dass es zielsuchende Laser sind hier. So zielsuchende Laserkugeln. So, und? Und Stampfattacke! Muhahaha! Okay. Und nochmal. Und nochmal. Muhaha. So, wann erstmal da an diesem Punkt ist, dann geht das auch. Aber ansonsten, der Anfang ist erstmal ziemlich schwer und ich hüpfe auf ihn rum die ganze Zeit, während er wütend ist. So, aber die allergrößte Schwierigkeit kommt jetzt zuerst noch, nämlich den Stern da oben einsammeln. Aber ich habe es geschafft und dabei noch einen Sternteil verschossen. Das ist toll. Das nenne ich wahre Kunst, meine lieben Freunde. Und damit hätten wir das auch schon. Ja. Ging alles doch recht ziemlich schnell. So, was hast du mir zu sagen? Der 82. Stern. Oh, 7 Münzen. Wie geil ist das? Und über 200 Sternteile. Das ist ordentlich. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. So, hast du irgendwas zu sagen? Komm, du willst mir bestimmt irgendwas sagen. Nö, du willst mir nichts sagen. Dann könnte ich eigentlich ja schon Bowsers Fest... Nein, ich mach den Geheimstern. Den Geheimstern brauche ich, genau, Leute. So, hier bist du. Mario trifft Mario. Ja, dieser Geheimstern ist eigentlich eine ziemlich simple Sache. Wenn man dann genug Sternteile sammelt, weil hier ist es wirklich extrem schwer, Sternteile zu sammeln und das genug. Aber okay. Zug! Ich brauche dich. Warum sehe ich immer nicht, wo ich hinlaufe? Ich verstehe es nicht. Egal, alles beabsichtigt. Ein Let's Play braucht Fels. Nein. So. Dann gehe ich einfach mal hier lang. So, okay, jetzt habe ich auf jeden Fall genug. Leckt mich, Leute, ich gehe jetzt dahin.
So, und drüber. Und jetzt habe ich schon wieder genug. Zu viel sogar. Ha, und sogar drüber bin ich. La 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 la, PlayStation-Symbole im Hintergrund, so wunderbar. La la la, 50 Sternteile, die ich essen will. Jetzt öffne deinen Mund für mich. Ich werde etwas reinstecken, nämlich Sternteile. Ja, nichts anderes. Okay, so. Das war's, mein Bauch ist so voll. Ich will mich jetzt verwandeln und ja. Das ist eigentlich eine ziemlich einfache, das ist ein ziemlich einfacher Planet, muss ich sagen. Wofür es sogar auch einen Kometen gibt. Ja, Leute, wer hätte das gedacht? Ich natürlich, muhaha. So, wir müssen hier alle Umdrehböen umdrehen, ja. Warum auch immer die Umdrehböen heißen, ich weiß nicht. Interessiert mich auch gar nicht. So. Hallo, wer bist du denn? Ey, so, das Schöne ist, hier kann man gar nicht runterfallen. Weil überall Gravitation wirkt. Wenn du da drüber... wenn du da drüber willst, probier es doch mal mit deinem Sprung. Was? Springen? Man kann nicht springen? Oh, in einem Jump One, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also wirklich, dass du mir sowas sagst. Oh, also wirklich, ich bin überwältigt. Okay. Sternteile sind sehr wichtig, wie wir wissen. Ich habe zwar noch nicht genug, nein, nein, nein. So, rüber will ich hier, danke. Ach, das habe ich hier ja naja, nicht ausgelöst, ist ja geil. So. Ha, ihr könnt mich malen. Kreuzweise. Ja, auch wenn ich nicht weiß, wie das funktionieren soll, aber egal. Und rüber mit dir. Und jetzt müssen wir nur noch... Ja, also, dieser Planet besteht aus zwei Ringen. Den ersten Ring haben wir schon mal komplett und ja, die Kameraführung ist ja auch sehr begeisternswert. Uff, So, mit der Röhre wollen wir wieder auf den anderen Ring kommen. So eine Art Abkürzung, möchte ich fast meinen. Okay, will ich jetzt nicht. Und, Stampfattacke! Wahaha, ich bin knallhart zu diesem Ding. Zu diesem Umdrehbohnen. Und hier taucht dann der Stern auf. Ja, eine sehr interessante Stelle, nicht wahr? Und, was? 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 Ich werde hier wahnsinnig. Die Kameraführung. So, okay. Es hat aber irgendwie funktioniert. Auch wenn ich nicht weiß, wie. Mit dieser Sprungfeder würden wir auch wieder auf den anderen Ring kommen. So, okay. Es hat alles funktioniert. Alles ist schön. Alles wunderbar. Jetzt bitte nur noch heil ankommen. Und weg mit dir, Mario. So, oh, auf dem roten Feld, da kennt man Mario kaum noch. Moment, Moment, Moment. Haha, so, okay. Nein, 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 nein. Boah, hör auf dich zu drehen, Kamera. Danke. Oh mein Gott. Das war eine Tortur, meine lieben Freunde. Eine sogenannte Super-Tortur. Nein, eigentlich nicht. Okay, ich beende diesen Part an dieser Stelle. Es war genug fürs Erste. Mal gucken, wie eigentlich der Stern heißt. Umdrehböen des Kettenplaneten. Okay, Kettenplaneten heißt das Ding. Okay. Naja, ein paar Sternteile sind es ja immerhin. Und ich beende diesen Part. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute.